Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zum nächsten Wochenorakel. Und zwar sind wir jetzt bei der Woche vom 15. bis 21. Januar 2024. Ja, da haben wir den ersten Monat schon wieder fast geschafft. Es gibt hier bei der heutigen Legung eine Überschriftskarte aus dem Deck Das Krafttier von Thomas Raschke. Dann gibt es drei Tarotkarten, alle drei Decks von Doreen Virtue. Und zwar habe ich einmal das Tiere-Tarot-Deck, das Feen-Tarot-Deck und das Engel-Tarot-Deck. Da wollen wir mal so schauen. Da werden uns vielleicht gerade in diesen Tarotkarten, sieht man eben doch noch mal so, ja, ein paar Dinge, die man vielleicht im Lenormand nicht gleich immer so erkennt, beziehungsweise die dann nicht so ausführlich dargestellt werden, wie jetzt hier manchmal in diesen Tarotkarten. Und deshalb diesmal drei Karten aus den verschiedenen Tarotdecks. Und zum Abschluss lege ich dann noch ein paar Lenormand-Karten von meiner geschätzten Kollegin Alexandra Zimmermann. Und auch da werden wir schauen, was dabei rauskommt. Ja, meine Lieben, ich denke, ein Zeitstempel ist nicht nötig, weil es geht ja jetzt hier doch hintereinander weg. Auch wenn es ein paar Minuten in Anspruch nimmt, aber ich denke, so viel Geduld werdet ihr wohl haben, dass das jetzt nicht zum Problem wird und hier beschleunigt werden muss. Ja, ansonsten hoffe ich, dass es euch allen gut geht, dass ihr die ersten Wochen jetzt des neuen Jahres bisher gut meistern konntet, dass es keine negativen Erfahrungen gleich im ersten Monat gegeben hat, sondern dass man noch voller Zuversicht nach vorne schaut und einfach sich überraschen lässt. So, und damit beginne ich auch jetzt, denn die Lenormand-Karten, die lasse ich springen und von daher beginne ich jetzt mit der Überschriftskarte aus dem Krafttier-Deck. Und da haben wir den Wal mit der Überschrift Weisheit. Ja, Weisheit ist mit Sicherheit der Grundstock für Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Weise Entscheidungen treffen ist manchmal nicht so einfach. Jeder glaubt immer, seine Art der Entscheidung ist die richtige, aber das wird nicht immer passend sein. Das Büchlein sagt dir dazu, gehe zu zielstrebig deinen Weg und lass dich nicht beirren. Alle Antworten auf deine Fragen stecken in dir selbst. Ja, kurz und bündig eigentlich erkennbar. Vertraue deiner eigenen Weisheit. Vertraue dir, deiner inneren Stimme und das, was du dir vorgenommen hast. Und jetzt schauen wir in die erste Tarotkarte, in das Tiere-Tarot. Da haben wir die Karte 3 des Sommers mit dem Kolibri. Sie haben einen tollen Anlass zu feiern, wie etwa eine Verlobung, eine Hochzeit, einen Abschluss oder die Ankündigung einer Geburt. Denken Sie daran, Ihre Liebsten wertzuschätzen. Ja, vielleicht bekommt der eine oder andere von euch einen Heiratsantrag oder ihr feiert sogar wirklich eine Hochzeit oder eine Verlobung oder ihr ist ein kleines Menschenkind unterwegs. Wie auch immer, feiert das Leben, genießt das Leben, will euch diese Karte sagen. Genau das, wie auch hier
Die erste Karte sagt, geh unbeirrt deinen Weg, genieße das, was dir sich bietet. Das Feentarot schickt die Königin des Winters mit der Überschrift stark, geduldig, unabhängig und humorvoll. Lass Menschen oder Dinge los, die dir nicht länger dienen. Es ist an der Zeit, dich auf deine Karriere zu fokussieren. Unverheiratete oder geschiedene Personen. Das heißt, nimm dein Leben in deine Hand. Lass dich nicht weiter beeinflussen. Hier, loslassen. Loslassen von Menschen, die dir nicht mehr dienlich sind, zum einen. Zum anderen Menschen, die dich aus irgendwelchen Gründen ablehnen. Menschen, die sich stur von dir zurückgezogen haben, was dir vielleicht wehgetan hat. Jetzt ist die Zeit, loszulassen. Nicht mehr, keine Versöhnungsversuche, kein Nichts. Einfach loslassen, ad acta legen, sagen, es ist vorbei. Deinen Weg nach wie vor weiterverfolgen. Und die letzte Tarotkarte aus dem Engel-Tarot schickt die 5 des Wassers. Es entwickelt sich nicht immer so, wie man gehofft hat. Das Positive an einer Situation richtig erkennen und nicht über Kleinigkeiten jammern. Ja, das ist mitunter so. Manches, man hat sich hier vielleicht viele Dinge vorgenommen. Das ist auch hier, wie gesagt, mit der ersten Karte. Man will feiern, man will Freude haben. Aber mitunter läuft es nicht immer alles so, wie man es plant. Aber man sollte versuchen, das Beste draus zu machen. Einfach weiter nach vorne schauen. Vielleicht auch diese Enttäuschung, die man hier empfindet, wirklich, ja, hinter sich lassen. Einfach sagen, ich habe versucht, auf Menschen zuzugehen. Ich habe versucht, Menschen um Verzeihung zu bitten. Aber diese Menschen haben mich zurückgewiesen. Und dann, spätestens dann, ist es wirklich Zeit, loszulassen. Auch wenn es mitunter immer noch schmerzhaft ist. Wir schauen mal, was uns die Lenormand-Karten hier noch geben. Da haben wir die Nachricht. Die Nachrichten, die hier auf dem Weg sind, und wir schauen mal, was diese bereithalten. Nachrichten, die Freude bringen. Nachrichten, die hier für viele aus der Öffentlichkeit auf euch zukommen. Das heißt, das können Nachrichten von Ämtern sein, von Behörden. Das können auch Nachrichten von Gegenüber sein, das heißt von Personen, die euch nahestehen. Auch das ist möglich. Es können aber auch Nachrichten für das Gegenüber sein. Wir haben hier die Sonne. Die Sonne ist die höchste Glückskarte im Lenormand-Deck. Das heißt, diese Karte verspricht Glück und Erfolg. Man ist auf der Glücksseite, man wird Erfolg haben. Das heißt, diese Nachricht, die hier auf dem Weg zu euch ist, die wird euch Freude bereiten. Und die wird genau die erste Karte in Gang setzen, nämlich glücklich und freudig nach vorne zu schauen, zu genießen, zu feiern. Ihr habt die Kraft und die Stärke und ihr habt hier vielleicht, der eine oder andere hat hier auch eine ältere Person an der Seite, die euch noch weiter unterstützt, die euch diese Kraft eigentlich noch zur Verfügung stellt,
und im Grunde genommen das Ganze wirklich noch mehr und mehr manifestiert. Einfach nach vorne zu schauen, darauf zu vertrauen, dass es hier zu Einladungen, zu Geschenken kommen kann, dass man wirklich sagen kann, wow, hier wartet eine tolle Zeit auf mich. Ich nehme sie an. Auch wenn das eine oder andere nicht so verläuft wie geplant, auch wenn ich vielleicht Menschen loslassen muss, die mir einmal sehr viel bedeutet haben, auch dann sollte man trotzdem Einladungen, Geschenke genießen, Glück und Erfolg annehmen und erkennen, das Leben geht weiter, auch wenn es nicht immer so verläuft wie geplant. Es wird hier bei vielen von euch auch zu überraschenden Dingen kommen. Die Sense ist schnell. Das heißt, hier passiert etwas unverhofft, überraschend und schnell. Bei vielen von euch auch im häuslichen Bereich. Das heißt, hier hat man vielleicht Pläne gemacht, wollte irgendetwas verändern. Auch hier zeigt sich, das Ganze setzt sich mehr und mehr in Gang. Das heißt, und wenn es für den einen oder anderen einfach nur eine Renovierung ist, eine Neuanschaffung im häuslichen Bereich, es setzt sich in Gang und es kann jetzt, wie gesagt, auch umgesetzt werden. Das ist im Grunde genommen für viele auch so. Man sieht hier in der Querseite die Sonne, dass im Grunde genommen dieses Glück und dieser Erfolg überraschend, unverhofft kommt. Ihr habt zwar die Ernte, die Sense spricht ja auch dafür für Ernte. Das heißt, man hat etwas gesät, man hat auf etwas gewartet. Und das wird jetzt überraschend geerntet werden können. Und diese Ernte verhilft eben zu Glück und Erfolg. Zu Stabilität und Freude, die auch euch weiterbringt, die für viele auch noch unterstrichen wird durch Verträge, durch Beschlüsse. Hier setzt sich etwas in Gang. Ein neuer Kreislauf setzt sich hier in Gang, der euch rausholt aus den dunklen Wolken, der euch hier wieder in die Klarheit zurückführt. Und an der Unterseite haben wir das Kleeblatt, das heißt, der euch hier auch zu Glück verhilft und mit dem Kind zu einem glücklichen Neuanfang. Das heißt, wenn wir jetzt noch ein wenig detaillierter schauen, dann sehen wir ein Gegenüber in eurem häuslichen Bereich, der euch zu Glück und Freude, zu Erfolg verhelfen wird. Also ihr habt hier jemand an eurer Seite, der euch wirklich herzlich zugetan ist, der euch unterstützt und euch begleitet. Im Zusammenhang mit der Öffentlichkeit werdet ihr überraschend Klarheit erhalten. Das heißt, hier wartet etwas, was euch zur Klarheit verhilft. Und das in Form von Nachrichten. Nachrichten, die auch Einladungen, Geschenke bereithalten, die euch hier wirklich zu einem neuen Kreislauf verhelfen, die aber für den einen oder anderen auch Verträge und Beschlüsse in Schriftform darstellen können. Hier im beruflichen Bereich sehen wir bei vielen jemand, der viel Vertrauen in euch setzt. Hier haben wir eine ältere Person im Berufsumfeld bei dem einen oder anderen von euch, der für euch ja wie so ein Mentor euch zur Seite steht und euch immer mehr hilft, euren Sehnsüchten auch im Berufsumfeld folgen zu können. Das heißt, ihr habt Unterstützung, um eure beruflichen Ziele, eure Wünsche zu verwirklichen. Und auch das ist etwas ganz Besonderes, was man anerkennen und annehmen sollte. Nachrichten, die, wie gesagt, wirklich eure Sehnsüchte unterstützen können, die Öffentlichkeit mit wirklich
Einladungen, Geschenken. Bei vielen bezieht sich dieses auch auf Menschen, die vielleicht in irgendeiner Form von den Ämtern abhängig waren im beruflichen Bereich oder die sich irgendwo beworben haben im öffentlichen Bereich. Hier geht es positiv aus. Hier warten Einladungen. Ein Gegenüber wird euch überraschen. Viele, und hier wiederholt sich die Überschrift, bei vielen kann dieses Gegenüber auch überraschend mit einem Ring auf euch zukommen. Das heißt, es kann für viele ein Antrag sein, Entschuldigung, eine Verlobung. Es kann für viele auch einen Vertrag, einen Beschluss darstellen, aber das kommt, wie gesagt, überraschend und schnell auf euch zu. Und Glück und Erfolg wartet bei vielen von euch im häuslichen Bereich, dass da endlich Klarheit eintritt. Das heißt, hier war etwas, was euch gestört hat, was euch bewegt hat, wo ihr gesagt habt, meine Güte, kann denn das jetzt nicht hier klappen? Doch, auch das wird in Gang gesetzt. Bei vielen wird es auch noch im häuslichen Bereich Vertragsveränderungen geben oder Vertragsunterzeichnungen, wo auch vieles vorher ja im Unklaren war. Auch da tritt Ruhe ein. Ihr habt das Glück an der Seite. Glück und Erfolg, überraschend, wie gesagt, bei vielen auch im beruflichen Bereich. Ein Gegenüber, was euch bei vielen, wie gesagt, ihr müsst es immer zuordnen. Ich sage immer viele, es ist nicht auf jeden passend. Ihr müsst sehen, was könnte da auf mich zutreffen. Bei vielen wird es so sein, dass hier ein Gegenüber für euch eine Überraschung, eine Einladung bereithält, die mit einer Reise zusammenhängt. Das heißt, hier will man euch eine Freude bereiten. Ihr werdet überrascht und wenn es ein Kurztrip ist, 3-4 Tage mal raus mit jemandem, der euch wichtig ist. Und die Behörde, wie gesagt, wird euch unterstützen mit Nachrichten, die euch wirklich wieder in eure Kraft zurückbringen. Das heißt, die Öffentlichkeit steht auch an eurer Seite und festigt alle eure Pläne. Schaut also positiv nach vorne. Ohne Angst einfach auf sich zukommen lassen. Und jetzt ziehe ich noch eine Karte zum Abschluss aus dem Antworten der Engel-Orakel. Aber ich denke, man geht hier in eine Woche, die viel Abwechslung bereithält, die einen vielleicht auch die eine oder andere Träne abverlangt, weil man Menschen loslässt, die einmal sehr wichtig waren. Aber irgendwann muss man erkennen, dass es einfach nicht mehr passt. Und wir schauen, was wir hier haben. Wir haben hier die Karte aktiv werden. Genau das. Werdet aktiv, schaut nach vorne. Lasst euch nicht ausbremsen, auch wenn manches hier nicht ganz so klappt, wie ihr das wolltet. Vertraut darauf, dass hier Glück und Erfolg auf euch wartet, dass es nach vorne geht, immer mehr nach vorne, auch wenn man, wie gesagt, Dinge, Personen hinter sich lässt, die einem mal viel bedeutet haben. In diesem Sinne, meine Lieben, ich wünsche euch eine fantastische Woche und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Liebe für euch, bis bald.